Der steht hier, also. Wie sieht es aus? Soll ich euch zu der Stelle bringen? Ja, wir sind gewappnet, bring uns dorthin. Bist du sicher, dass du bereit bist? Es wird kein Zurück mehr geben, bis wir diese Sache ein für alle Mal geklärt haben. Was können wir noch machen? Wir könnten jetzt Filiasen wieder zum Donnerberg folgen, aber darauf habe ich sowas von keine Lust. Und mit dem Krabbenvieh kommen wir auch noch nicht klar. Also haben wir nichts anderes mehr, also bin ich mir sicher, Arthur. Dann geht mir jetzt los. Ich habe gehört, dass der Hafenmeister auch gerade in die Richtung unterwegs ist. Na, was für ein Zufall. Hier ist Orbert gesehen worden, wie er mit irgendwelchen Schergen in den Wald gestapft ist. Aber wo genau? Schon gut, Grise. Ich glaube, da kommt er schon, der emsige Hafenmeister. Wenn ihr weiter so schleicht, kommen wir zu spät. Dann könnt ihr euch schon mal auf eure erste Schelte freuen. Unfassbar, wie euch trotz der Rauchfackeln die Knie weich werden von dem Getier. Ich hoffe, sie bringen euch etwas Mumm bei, sonst muss ich euch wohl bald wieder abholen. Los, wir müssen ihnen zum Geheimgang folgen. Und du, Grise, zurück zum Hafen. Warte dort auf Gerling. Du hast uns bereits sehr geholfen. Gut, wir brauchen also Rauchfackeln, die sind hier versteckt. Wir waren schon mal an der Stelle des Waldes, aber da wurden wir ständig von Wölfen angegriffen. Wimpelhafenmeister Obert betritt den Sphärenriss. Ja, nein. Fackeln. Auch Fackel. Okay, die nimmt mal wer? Weil wenn ich die nehme... Questgegenstand, oder? Kann ich meine Armbrust nicht tragen. Okay. Sollte ja gehen. Ich kann ja mit einer Fackel in der Hand zaubern. Steht bei der Beschreibung von der Fackel eigentlich was? Ob sie mir die Wölfe... Fackel sollte die gefährlichen Tiere des dunklen Waldes fernhalten. Also nichts mehr mit Wölfen, die ständig über mich herfallen. Aber ich kann in Ruhe Einbeeren pflücken. Und da hinten ist da hinten ein hohler Baumstamm. Jawohl. Ich mag hohle Baumstämme. In einem war ja Feieris Gegenstand für den Bogen drin. Einbeere, Bleich und Einbeere. Gegen Einbeere habe ich nichts. Aber hier müssen wir erst hier herumlaufen. Und im Gegensatz zum Hafenmeister sind wir wohl etwas schneller, weil wir nicht solche Hosenmetze sind. Hallo, Riesenpilz. Einbeere, Bleichmohn, Einbeere. Sehr gut. Eingang zum Schloss. Da hinten sehe ich Fackeln, glaube ich. Einige Fackeln. Da vorne sind die Kerle. Dort muss auch der Geheimgang sein. Warten wir, bis sie selber... Ich sehe von hier. Hi, Jungs. Bei allen donnernden Balken. Ihr? Was soll das werden? Wir geben dir jetzt endlich mal eins auf die Nuss. Ganz recht, wir überrascht. Eigentlich nicht. Ich hatte euch von Anfang an im Verdacht, etwas im Schilde zu führen. Ihr seid wirklich hartnäckig, dass ihr immer noch lebt. Naja, wenigstens einen von euch haben wir erwischt. So war meine Falle am Hafen nicht ganz umsonst. Dann habt ihr Jakon auf dem Gewissen. Naja, eigentlich war es Kaltenstein. Aber wenn er die Falle gestellt hat, ist er mitschuldig. Die Zeit, in der ihr euch vor den Folgen eures Handelns davonstehlen konntet, ist nun vorbei. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet in meinem Hafen ungestraft herumschnüffeln? Dann seid ihr wirklich noch dümmer, als ich dachte. Schluss. Im Namen des Kaisers, streckt die Waffen und ergebt euch. Ich habe schlechte Kunde für euch. So wie es scheint, habt weder ihr noch der Kaiser hier irgendetwas zu melden. So, Rekruten,
Kaltensteins Befehle sind eindeutig. Dieser Eingang muss ein Geheimnis bleiben. Macht Kleinholz aus ihnen. Ja. Okay. Was? Feieris, du wechselst mal die Pfeile. Die Feuerpfeile können wir nämlich für was anderes gebrauchen. Ich habe noch Kriegsbolzen. Gleich mal durch normale Bolzen ersetzen. Ich habe aber eh keine Waffe gerade an. Deswegen Kugelblitz. Was? Vorgrim, renn rein und hau sie. Was? Und Ardu. Attacke! Mach dasselbe. Ei. Und Feieris. Achtung! Du verpasst dem Hafenmeister, der nur 20 Lebenspunkte hat, einen schönen Scharfschuss. So. Ich dachte eigentlich, das würde die anderen ein bisschen abschrecken, aber die sind wohl zu doof zum Weglaufen. So, steht nur noch einer. Jetzt müssen wir nur noch diesen Zugang finden. Am besten wir suchen da, wo der Alte schon herumgestapft ist. Ja, Vorgrim. Versuchen wir es dort. Ich hoffe, dahinter finden wir, was wir suchen. So, euer Hab und Gut braucht ihr nicht mehr, so kann ich es ruhig mitnehmen. Und hier ist der Schlüsselstein auch schon, den ich gesucht habe. Sag bloß, da geht jetzt alles auf, wenn ich den aktiviere. Ja, Tatsache. So hatten wir durch den alten Zausel Orbert Zugang zum Geheimgang gefunden. Warum dort Leute hingebracht wurden und was genau am anderen Ende auf uns wartete, das würde sich schon noch früh genug herausstellen. Ich und meine Axt waren auf alles vorbereitet. Das werden wir gleich sehen. Okay, wir kriegen schon mal gleich Besuch. Das heißt, wir können die Fackel mal wegpacken. Ah, da ist ja das neue Frischfleisch. Willkommen, Rekruten. Wo ist denn der Hafenmeister? Sonst ist er doch immer so scharf darauf, seinen Obolus gleich zu kassieren. Ja. Im Namen des Kaisers, ergebt euch. Das sind mir viel zu viele und die sind viel zu gut ausgerüstet. Oh, Ober meinte zu uns, wir sollen derweil vorgehen. Er wollte wohl draußen noch etwas nachsehen. Er holt sein Geld später. So, was will der Alte denn nachsehen? Naja, er wird's uns schon erzählen. Hauptsache, ihr seid schon mal hier. Holt euch erstmal eure Wappenröcke aus der Kiste dort oben. Hey, schaut mal, Feldwebel. Der Blonde dort, hat er das ganze Wams voll Blut? Ups. Tatsächlich. Ihr seht aus, als wärt ihr gerade in einem Kampf gewesen. Was hat das zu bedeuten? Im Wald wurden wir von einem Rudel Wölfe angegriffen. Wir mussten erst ein paar von ihnen erledigen, damit sie uns wieder in Ruhe ließen. Gibt's also schon wieder Ärger mit den Biestern? Ich hatte gehofft, damit wär's erstmal vorbei. Naja, gut. Gut, dass ihr es geschafft habt, durchzukommen. Ja. Wie schon gesagt, holt euch aus den Kisten passende Wappenröcke und geht raus in die Schlucht. Wache Gerold wartet schon auf euch. Söldner, Söldner, Söldnerin. Unter Deckmantel, wieder Zugang zum Schloss. Irgendwo jenseits des Söldnerlagers. Also, wir haben noch eine geschlossene Quest. Das wird hier. Wir haben viele geschlossene Quests. Ja. Und Totemdorf, das habe ich alles noch gar nicht deaktiviert. In der Gunst der Piraten, meine Güte. Der Eingang zum Schloss, das ist das letzte, was wir hatten. Siegehafenmeister Obert, das haben wir erledigt. Wieder Zugang zum Schloss, ja. Das geht bitte zu. Okay, wir sollen uns Wappenröcke aus der Kiste nehmen. Genau, hier wahrscheinlich. Lederrüstung mit Wappenrock. Sind 4 Stück. Eine Handwerkskiste, die plündern wir auch, sind ja Söldner. Na, rostige Nägel brauchen wir nicht. Toll, mit Wappenröcken noch mehr?
Sind da vielleicht jetzt welche aus Eisen drin? Kettenhemd mit Wappenrock. Das sieht doch schon mal besser aus. Hat aber auch nur 1111. Ja, toll, 1111. Naja, gut. Ja. Solange es sein muss. Na? Ja? Werden wir die halt tragen müssen. Auch wenn das irgendwie komisch aussieht. So, und dann sollen wir weiter in die Schlucht gehen. Haben die noch was zu sagen? Wie schon gesagt, holt euch aus den Kisten passende... Und da wartet schon eine Wache auf uns. Die sieht irgendwie so aus, als ob sie nicht ganz reinpasst. Keine Zeit. Ah, die sagt aber auch nicht wirklich was Interessantes. So. Das hier wird wohl die Schlucht sein. Noch mehr Wappenröcke, noch mehr Wappenröcke. Was für welche sind denn hier drin? Lederrüstung mit Wappenrock und das sind dann wahrscheinlich wieder Kettenhemden, ne? Jo. Haben aber genau dieselben Werte. Haben nur einen Stein. Haben eins Behinderung, wollte ich sagen, so rum. Und hier sind wieder Riesenpilze. Was für eine Schlucht ist das bitte? Das ist doch eine unterirdische Höhle. Außer wir kommen... Als ob jemand eine Ansprache hält. Ich ahne nichts Gutes. Keine Sorge, Arno. Für den Fall. Manch einer wird sagen, wir wären undankbar. Aber ich sage, wir waren duldsam. Doch mit diesem Heer, das sich heute hier versammelt hat, wird das Ende dieser Duldsamkeit eingeläutet werden. Jawohl! Keine faulen Händel mehr! Nieder mit dem Gammelfürsten! Der Wendepunkt ist nahe, meine Freunde! Diesem unsäglichen, intrigenspinnenden Grovin wird das Handwerk gelegt werden! Und auch denjenigen, die ihm wieder alle guten Sitten zu Amt und Würden verhalten! Unter geeintem Banner werden wir den Kosch in ein Zeitalter der Tugend und des Wohlstands führen. Ja! Ja! Es wird Kräfte geben, die versuchen werden, sich uns in den Weg zu stellen. Denen sei gesagt, dass wir ihnen mit aller Härte auf dem Schlachtfeld begegnen werden. Nieder mit Profin! Lang lebe Dacin! Danke, danke, meine Freunde! Zielt also in die Schlacht mit der ehernen Gewissheit, dass uns unsere Feinde weder im Geiste noch auf dem Felde gewachsen sind. Ach du meine Güte. Das kann ja heiter werden. Schau an, noch mehr neue. Habt ihr es ja gerade noch geschafft, bevor es losgeht, was? Wir wollen mit euch zusammen den Kosch in ein neues Zeitalter. Na klar, deswegen sind wir doch alle hier. Naja, ein bisschen dauert's noch, bis wir losmarschieren. Ich bringe euch erstmal zum Quartiermeister. Der wird euch eine Unterkunft zuweisen. Folgt mir! Ja. Noch sollten wir uns unauffällig verhalten. Und ja, jetzt sind wir in einer Schlucht. Tatsächlich. Solche Orte sind wirklich perfekt, um ein geheimes Heer aufzustellen. Hi. Bin gut. Achtung!